Hallo, ich bin der Walid Mokhtari, ich bin Spielertrainer bei SV 07 Raunheim und Jugendkoordinator. Ich bin nach Raunheim gekommen, habe das Gespräch gehabt, weil der Verein früher mal in der Oberliga gespielt hat, einen totalen Absturz gemacht hat. Der Verein war tot, muss man einfach so sagen. Mit 27 habe ich ja meine Karriere eigentlich beendet. Ich habe noch etliche Angebote gehabt, wo ich noch Fußball spielen konnte, aber das hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich war erschöpft, ich hatte keine Lust gehabt. Und viele unterschätzen das, was du als Profifußballer, gerade wenn du im Keller jahrelang spielst, was du da alles abrufen musst. Fans in Offenbach, Biberer Berg zu dieser Zeit hat gebrannt. Ja, das kannte man vorher auch nicht so, weil ich habe vorher bei SVW in Wiesbaden gespielt. Da waren vielleicht 2000 Zuschauer, dann kommst du nach Offenbach, da hast du 15, 17, 18.000 Zuschauer, ja, die da alle mitgehen, alle mitfiebern. Und auch diese Beziehung zu den Fans in Offenbach habe ich heute noch. Und das sind halt Dinge, die kann dir keiner nehmen und die wirst du auch nicht vergessen. Wir haben immer hier Einjahresverträge mit den Spielern. Ich nehme auch keine Spieler, wo ich sehe, da ist kein Talent oder es macht keinen Sinn. Jugendfußballer, die schon irgendwo höherklassig Fußball spielen, jetzt wie bei Mainz 05, Kickers Offenbach und alle Bundesliga-Vereine, die wir hier in der Umgebung haben, die Defizite haben, die hier aufzuarbeiten. Im Grundsatz ist es ähnlich wie in der Schule. Ich habe in der Mathematik ein bisschen Probleme und gehe zum Nachhilfeunterricht. Ich glaube, die 16 ist so eine Familiennummer bei uns. Mein Bruder hat auch damit damals in der Nationalmannschaft gespielt in Marokko, gerade seine Zeit im Afrika Cup 2014, wo er sehr berühmt wurde in Marokko. Ich glaube, heute kennt ihn jeder, wenn man nach Marokko geht und sagt, Mokhtari, alle, die was irgendwie mit Fußball zu tun haben, kennen den Namen, ist ein Begriff in Marokko. Damals Duisburg-Offenbach, diese Duelle, dann in Köln habe ich damals ein Tor gemacht und sie sind rausgeflogen. Da lachen wir heute noch drüber, ja, und dann ärgere ich den. Und das war halt alles schön, toll, eine gute Erfahrung. Und da habe ich mit dem bei FSV Frankfurt gespielt. Und das ist schön, wenn dein Bruder dir ein Tor vorbereitet, ja, sagen wir es mal so.